Wir von der JPN waren heute unter anderem zu Besuch bei der Norderneyer Badezeitung. Außerdem waren wir im Haus Wattwellen. Da hat uns die FÖJlerin gezeigt, was eigentlich so ihren Beruf ausmacht. Ich heiße Sarah Leckschat, bin 18 Jahre alt und habe im August 2016 mein freiwilliges ökologisches Jahr hier im Wattwellen Nationalparkhaus Norderney angefangen. Ich bin einerseits hier in der Ausstellung, betreue den Shop oder führe auch Veranstaltungen durch, einerseits außen oder auch hier drin bei uns im Labor. Und andererseits bin ich noch hier auf der Insel bei der Schule und leite zwei AGs. Was ist denn das Haus Wattwelten und was sind so deine Aufgaben hier? Wir haben eine interaktive Ausstellung, in der wir den Touristen auf der Insel Norderney den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer näher bringen möchten. Wir bieten zum Beispiel die Meereskunde an. Da geht man mit den Teilnehmern draußen an den Strand, fischt mit Geräten und erklärt den Teilnehmenden dann, was man gefangen hat. Ich kannte Norderney schon früher. Also ich war hier in der 10. Klasse und habe ab und zu auch mal Urlaub hier gemacht. Mhm. Und ich finde es hier total schön wegen dem Meer und dem Strand. Und die Natur ist natürlich faszinierend. Also lebst lieber hier als in der Großstadt? Genau, richtig. Was ist so im Watt dein Lieblingstier? Das ist die Scholle. Das ist ein Plattfisch, den man auch als Speisefisch kennt. Und zwar lebt er als Baby noch, also hat eine ganz normale Figur, wie ein Fisch. Genau, wie ein ganz normaler Fisch. Aber nach ein paar Wochen dreht er sich auf die Seite und das eine Auge wandert auch noch auf die Mitte und wird so zum Plattfisch. Was ist das Schützenswerte am Wattenmeer? Ja, wir haben drei ganz besondere Kriterien. Das erste ist einmal die Biodiversität. Das heißt die Artenvielfalt. Wir haben hier viele außergewöhnliche Arten, Tierarten, die nicht überall überleben können. Dann als zweites haben wir hier außergewöhnliche biologische Prozesse, wie den Vogelzug, den man hier im Herbst sehr gut beobachten kann. Und das dritte Kriterium ist noch die Geologie. Das heißt, hier finden bestimmte geologische Prozesse statt, wie die Gezeiten oder die Veränderung durch den Wind. Aus dem Gespräch in den Wattwelten nimmt jeder seine eigenen neuen Erkenntnisse mit. Wir haben halt eine FÖJlerin getroffen und sie hat uns halt was über das Wattenmeer erzählt und hat uns dann auch einige Sachen erklärt. Bei mir ist hängen geblieben und zwar, dass Scholle mit LL geschrieben wird. Und das kommt, weil die Schollen sich immer nach links drehen und dadurch sind sie auch Plattfische. Okay. Ja, was machst du denn?